Yo, Hurensohn-Runde gegen Rising. Alter. Hallo, Rising Rapper, du bist einfach wack, weil du nur scheiß Text in deine Zeilen quetscht. Ey, du warst höchstens beim A Cappella-Teil auf dem Takt. Wie wär's, wenn du Clown einfach mal eine Pause machst? Denn deine Rap-Skills sind doch imaginal und du stehst auf einem Strich wie ein schlechtes WLAN-Signal. Ich frag mich ehrlich, ob du den Scheiß hier ernst meinst, denn du erreichst dein Ziel sowieso nicht wie malaysische Airlines. Der Rising hält sich für einen ganz krassen G, doch das krasseste, was er macht, ist mit Pfandflaschen dealen. Halt die Fresse und mach mal nicht auf Überdealer, denn du legst höchstens eins, wenn du mit deinen Zügen spielst. Mann, Alter, wer bist du schon? Im Vergleich zu mir einfach nichts. Meine Runden werden gehypt, während auch deine keiner klickt. Egal, was du hier bringst, Digga, du gewinnst nicht. Also denk mal besser nicht, dass du hier der King bist. Da ich dich mit links pick und mit rechts noch nen Text tipp. Dein Rap ist halt einfach nicht heftig, eher peinlich, nicht lässig. Du hast keine einzige Chance. Freundinnen sind wie Punkte, weil du keine bekommst. Mute besser deine Spuren, denn dein Rap geht nicht klar. Und so wie ein Schwuler bist du hier nach am Arsch. Ich glaub, du gibst als Runde wieder ne totale Katastrophe ab und checkst mal. Meine ist fett, Hashtag Adipositas. Glaub mal nicht, dass du mich hier fronten kannst, da dein Rap so fertig ist wie Kinder mit Kontergan. Du kassierst im IRB ne rap-technische Klatsche, Mann, denn dein Gerede ist einfach nur heiße Luft wie Wasserdampf. Ist nur ein weiterer Spaß, der im Battle auf große Eier macht. Doch mich wird's erstaunen, wenn du gerade so zwei, drei gute Reime hast. Du kickst Lines wie jeder, ey, du bist halt nur ein Standard-Rapper. Und ich nicht, denn ich bin einfach ganz klar besser. Du meinst, du bist Fame, doch keiner kennt dich, du Spaß. Denn du bist nur 0815, wie die MG08. Text in Stereotypen rum, weil du gerne anders wärst. Doch erzähl mir mal, wer nimmt dich Punk denn ernst? Du bist ein Witz, mehr nicht, komm, rap bitte nicht. Ich könnte dir Beat einreichen und hätte dich lässig gepickt. Du bist voller Hoffnung und glaubst, dass du was reißen kannst. Doch du kommst nie im Leben gegen meine Zeilen an. Warum heißt du nicht mehr M.A.A.? Mann, du bist genauso weg. Es kümmert keinen, wenn du weg bist, denn niemand braucht dein Rap. Bring doch krassen Real Talk, komm, tipp dir die Finger wund. Trotzdem gleicht dein Rap nur einer geistigen Behinderung. Ich komm und klatsche Spinne um, denn bei dir gibt's keinen Hörgenuss. Und das findet jeder korrekt, weil man so'n Scheiß nicht auch noch fördern muss. Mach mal nicht auf Rap-Talent, wenn du wirklich nichts erreichst. Wie man gewinnt, ja, Mann, das hab ich dir, Bitch, gezeigt. Der Ginger kriegt keine Daseinsberechtigung erteilt. Geh mal oder so. Den Junge rappen ist nicht deins, ey, ich plätte dich mit Lines. Und alle schauen lachen zu Monkey D Entertainment, Shit Rising und seine krasse Crew. Und du freestylst ja richtig krass, Alter, bitte was? Ich dachte, das hier wär'n Battle und keine Kissenschlacht. So Leute wie du werden hier einfach nicht gebraucht. Und genau deswegen bist du hier auch leider wieder raus. So, jetzt hab ich hier noch jemanden dabei, der hier noch was in Richtung A Cappella Rap beibringt, ne? Also, man sieht sich hoffentlich nicht mehr. You're Rising. Du hast letzte Runde so ein überwackes Outro gekickt, ne? Das konnte ich echt nicht verstehen. Darum dachte ich mir, ich zeig dir einfach mal, wie das richtig geht. Okay, was haben wir denn da so? Du möchtest hier ernsthaft Dias besiegen, doch heute wirst du Schlampe entstellt. Was für Rising, nenn dich besser Rise like a Phoenix, denn du ähnelst so rein optisch eher einem Transsexuellen, okay? Gut. Deine Texte sind weak und hohl und mies geflowt. Und die einzige Möglichkeit, dass du Spaß mal auf irgendwen hinabgucken kannst, ist in deinen Videos. Ne? Also wen willst du battlen, du Schlampe? Du wirst textlich misshandelt mit heftigen Punches und Technik und allem. Digga, beantworte mir mal eine Frage ehrlich. Soll das Flow sein oder ist das absichtlich so ein wackes Gestammel? Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass du hier was mit deinem Kackflow reißt. Und eine allerletzte Frage. Warum nennst du dich bitte Rising, wenn dein scheiß Gesamtpaket eher einem Absturz gleicht? So, ich bin raus.